alles haue und mach da was putsch. Juhu! Ja, da heile ich ein Held, ein Held, ein Pantoffel Held, dann heile sie die Frau, ich genau wie die auch. Friedhof ging mir dem Zustand. Ich. Oh, Direktor, aber kannst du jeden Augenblick kommen. Für mich kann es reichen. Wo ist eigentlich der Johnny aber um mich? Ich kann doch die Frieda nicht so lassen. Johnny! Ich war noch nie so richtig verlassen. Der Chef bringt es einfach nie so die Leute hinein. Was? Leh? Das kann doch gar nicht sein. Doch nur zu. Was zum Teufel, Inni? Jetzt habe ich doch da vorhin noch Scheibe Brot drin gehabt. Das ist doch gar nicht möglich. Es ist ja nur die Frieda da und die schläft ja die ganze Zeit. Oder ist sie aufs Mal ihr Geist? Aber dann weiß ich ja. Lass es nur wegen dir!
du so eine scheisse Idee hast gehabt. Ja, jetzt mach aber einen Punkt, hä? Mach nicht an die Schlaftablette gehen oder du. Ja, schon, ich hab. Ach, aber nur, dass du so eine scheisse Idee hast gehabt. Ja, ja. Und wenn ich dir sage, du solltest über die Kolossflusen springen, machst du es dir auch. Ja gut, das käme ich natürlich dann schon. Ich mache darauf an, was der für ihn ist. Du kannst ja nichts dafür. Die da, die hat wirklich einen Pantoffelheld aus der Macht. Und jetzt, wenn du da mal zwei Tage Ruhe hast vor dem Drachen, jetzt bist du auch schon wie am Jammer. Ja, Mensch, Meier, begreift doch meine Situation gar nicht. Siehst du nicht, dass die Freda scheinbar tot ist? Oh, Heidi, jetzt musst du einmal den Teufel nicht gerade an die Wand malen. Vielleicht kann dir ja helfen. Hast du ein Lexikon im Haus? Wie ist es denn? Versuch, aus heute kann gucken. Aber was soll denn das eigentlich? Helfen? Das kannst du doch nachlesen. Du musst Schlafkrankheit behandeln. Das Lexikon wie es an. Ja, halt. Du musst gerade selber gucken. Das glaube ich sowieso nicht, dass da irgendetwas drin steht. Könntest du dich darum bieten? Ich hab's schon! Was ist? Hat jemand eine Überdosis Schlaftabletten eingenommen? So ist eine sofortige Spitaleinweisung nötig. Wo dann der Magen des Patienten ausgepumpt wird. Was tut? Der Magen auspumpen? Wie der Frieda? Und noch erst im Spital? Jetzt ist alles verloren. Ich habe meinen Kaffee. Thomas Kabis, für das muss einmal dienen, nicht ins Spital. Also das, ein bisschen Maggi, das können wir noch selber ausdrücken. Das geht alles daneben. Na gut.
Glück hat er mich vorher noch zum Prokuristen. Kommt der Johnny endlich? Sie kommen. Das, aber
ich glaube, ich weiß jetzt, was der Frieda fehlt. Was? Ja, die leidet an einem chronischen Schlafkomplex mit Intervallstörungen. Ja, Frieda! Ja, das ist dann noch nicht alles. Ich habe dann noch gerade sonst etwas herausgefunden. Was, noch mehr Zeug? Ja. Frieda leidet dann auch an einem schleichenden Artillerieverkalkung. Aber Gritli, bringst du mir sie auch vor? Ja, ja. Bis jetzt habe ich noch alle Patienten über den Weg gebracht. Außer die, die sind gestorben. aber das sind jetzt dafür schöne Engel. Ach Gritli, weißt du, mach mir doch einfach die Frieda wieder gesund. Das ist doch der gleiche, was ein kleines Engel wird. Ja, für dich mache ich doch alles, Heidi. Kannst ganz unbesorgt sein. Kann du gleich gescheiter noch einen Moment in die Bären durch. Ich glaube, ein bisschen Abwechslung tut dir gut. Da kann ich dir dann gar nicht mehr helfen. Nee, kann du nur. Sicher? Ja, ja. Ja, aber kann du nur jetzt gerade. Also Gritli, das vergessen wir dir nie. Du bist einfach ein Schatten. Merci. Ach, er ist doch zu bedauern. Es nimmt mir richtig nachher. Hat euch Frieda warm genug? Ich glaube, ich gehe noch gerade eine zweite Decke reichen. Auf der Brust und das dann auf den Fußsohlen.
Und dann bist du hier bald um mich gesund. Ich komme dann im Verlauf des Tages noch mal gucken, wie es dir geht. Und ja, gehen schön warm gehalten. Mit so einer Artillerieverhalten. Lass dich nicht fassen. Ja. Wenn die Hebamme Gritli nicht wäre, gäbe es dann noch viel mehr kranke Leute auf der Welt. Vorbeugen war halt immer noch besser als heilen. Ja, so ein Talent wie ich es bin, gibt es halt bald einen Käse mehr. Ich kann mir etwa mit der selben Buckel einrutschen. Und alles nur wegen der Geburtstagsfeier. Dafür bin ich jetzt allerhand, wo ich sonst nie hätte zu wissen bekommen. Der Heidi wäre eigentlich gar nicht so strauben, wenn der Johnny nicht wäre. Er kann ihm doch sagen, was er will, und er Loll macht's. Vielleicht sollte ich mir dem mal ein bisschen klepfen. So ein richtiger Klapp, den hätte ich dem noch lassen. Schrauben. Grüß dich, Herr Weiss. Grüß dich, Herr Zauber. Ja, heilige Bimbaum, seid ihr jetzt der Herr Zauber oder der Herr Weiss? Ah, Herr Zauber Weiss. So. Eure ist gleich wie eure Wäschpulverfabrik. Was sagt ihr? 10'000 Franken gewonnen? Ich? Im Wettbewerb? Ja, sagt, ist das wirklich wahr? Nein, sonst habe ich nie Glück. Ja, heute bin ich den ganzen Tag daheim. Das könnt ihr gerne bringen. Adio unterdessen und bis näher. Adio, ihr habt selber weiss. Ich habe 10'000 Franken gewonnen. Und dann sieht er, bringe ich es gerade. Dann muss ich mich etwa noch etwas Weg machen. Das ist sicher ein besserer Herr. Moment. Der Heini meint doch sicher, ich schlafe noch. Das wäre gerade eine einmalige Gelegenheit, zum gucken, ob er ehrlich ist mit mir. Soll er doch die 10'000 Franken empfangen? Und dann werden wir dann gucken, ob er den Zaster abliefert oder für sich behalten. Ja, natürlich. Der Johnny und mein Pantoffel hält direkt vom Wirtshaus. Hallo, dann gehe ich jetzt etwa noch ein wenig liegen. 2 Stunden mehr oder weniger. Das ist jetzt etwa auch gleich. So, hey, schlaf dies Stachelbeere gegen uns. Was soll ich noch machen, wenn die nicht mehr wachen? Ja, ich glaube, für eine andere gucken. Hey, wir hör auf, grübeln! Komm, wir werden etwas zu neun nehmen! Du tust eigentlich auch den gleichen, wie wenn du hier gerade daheim wärst oder auf? Ja, bin ich auch fast. Mir gefällt's hier bei dir. Und wenn jemand da die Freude ankratzt, dann kommen wir gerade zu dir und wohnen. Das war schon, gerade geredet, ich habe vergessen. Frost! Da wäre ich mir ein Bettchen noch 100 Mal lieber. Und das so viel wie noch. Frau Schrander! Frau Schrander! Ich bin der Herr von der Firma Zauber Weiss und Company. Was denkt jetzt das um mich? Oh, tu die Tür auf, vielleicht bringen wir es raus. Ja, hast du nicht.
Sind Sie der Herr Schraner? Ja, grüß dich, da bin ich ja. Freut mich sehr. Zauberweiss ist mein Name. Ich bin der Inhaber von der Waschmittelfabrik Zauberweiss und Company. Ja, nicht auf Vorstellen, der Herr Meier. Freut mich sehr. Ja, Herr Meier. Es wäre für mich eine grosse Ehre, wenn ich auch eure wertige Malin dürfte begrüßen. Das ist leider im Moment nicht möglich. Sie schlafen. Sie ist nicht da. Ja, aber wie bitte? Jetzt habe ich doch gerade vor einer halben Stunde mit ihr eine telefonische Besprechung gehabt. Ja, dann seid ihr sicher falsch verbunden. Ich? Falsch verbunden? Ja, das ist unmöglich. Ihre Nummer ist doch 883, 863. Ja, aber sie sagen mir doch lieber den Zauberweissen. Was machen Sie denn da? Ja, wisst ihr, Herr Schraner, ich habe vor 3 Monaten einen Wettbewerb gestartet, zwecks Werbung für meine Produkte. Und an diesem Wettbewerb hat sich doch auch eure Frau beteiligt. Meine Freda? Ja, schon mit Typisch. Dann hast du die Zeitverschwendung. Die gewinnt doch nie etwas. Könnt doch denken, Herr Schraner. Diesmal hat eure Frau ein außerordentliches Glück gehabt. Und zwar hat sie im Wettbewerb den ersten Preis im Wert von 10'000 Franken gewonnen. 10'000 Franken? Ja, was ich Ihnen sagen. Gell, Herr Schraner, das ist eine Überraschung. Hey, jetzt kannst du endlich eine neue Fischrute kaufen. Jetzt hören wir doch mal mit deinen blöden Fischen auf. Also, ich muss schon sagen, euer Freund hat nicht ganz Unrecht. Und übrigens, Fischen ist gesund und tut erst noch beruhigen. Also, wo er recht hat, hat er recht. Nur hat es bald keine Fische mehr im Sinn, wegen dem Scheissfestpulver. Hörte nicht, Jeremy. Jetzt ist der Mann nur ein Käse da. Wenn der Herr hier in meinem Haus 10'000 Franken bringen will, dann tust du das Mühle ganz fest zuhaben, gell? Ich bin ganz eurer Meinung, Herr Schraner. Mama muss ich euch leider enttäuschen, und zwar hat die Sache ein ganz kleines Häkchen. Und zwar bin ich notarisch verpflichtet, den Betrag nur eurer Frau auszuhändigen. Das ist schon blöd. Das hätte noch eine Menge Runde gegeben. Herr Schraner, könnte ich jetzt eventuell eure wertige Malin sprechen? Ich habe doch euch schon vorhin gerade gesehen, dass das im Moment unmöglich ist. Ja, also gut, dann muss ich das Geld halt wieder mitnehmen. Also bitte, Herr Zauberweiss, ich habe doch mit dem Geld jetzt nicht ab. Also, bleibt doch noch gar nicht da, wenn wir wieder ein Schnäpschen. Oh, aber warte gerade, das ist noch ein Moment. Ja, ich tue ihm sagen. Ja. Entschuldigung, euer Auto ist ein wenig weit aus der Straße. Könntet ihr das vielleicht schnell? Ja. Sehr ungeschickt. Ja. Ich muss gleich schnell auf die Seite fahren. Einen kleinen Moment. Ja, merci. Eine scheiß Vorschriftung. Was muss ich jetzt machen? Hey, Iri! Du weißt, was ich glaube? Was da deine Zimmerlinde simuliert? Das Gefühl. Ich tue nur den gleichen oder was? Ja, das Gefühl habe ich. Also, so von Lamburg kann das halt dort zu fahren, Hotel Berlin, nicht? Du könntest schon einmal recht haben. Ja. Aber wie bringt man recht das raus? Hast du eine Idee? Ja, Johnny hat irgendeine Idee. Du musst doch einmal so richtig gerechtem Kürzeln da, was sie ist. Das wäre noch eine gute Idee. Oh, der Büsse hat sie am liebsten. Was?
Oder der andere nicht gerade springen. Mach mal an, verrat den Punkt. Hast du günstig? Er ist am Schnurren mit dem Nachbar. Also. So, Frieda. Du lächeln. Willst du doch ein bisschen lächeln? Ja, weißt du, für das musst du ein bisschen Gespür haben. Oh, hängen ab der Nase, was hast du denn zu viel? Schau dir oben. Beim Kopf hat es etwas der gleichen Tour. Ja. Lächeln, Frieda. Also, die tun gar nicht der gleiche. Ich habe es doch gesehen. Die schlaft doch wie ein Stier. So schön wie ich schon lange will, bin ich wach wäre. Ja, vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit. Hast du nicht einmal etwas gesehen, die Frieda die Schlafwandeln? Ja, natürlich. Ja, das ist doch so. Wenn sie das hat, sage ich dir. Dann kannst du mit dir machen, was du willst. Das ist doch genau das, was wir jetzt müssen haben. Der rückt da den Pulverhaufen. Sein Kopf ist doch voran. Aber eben, wir sind doch gerade um mich. Ablächeln. Und sofort in flüssige Kost umwandeln. Und wenn wir zurückkommen, dann wäre ich dir doch zufrieden. Gar nicht. Das sind 10'000 Franken, hat die gewonnen. Jetzt soll doch noch was rüber zum Schlafwandeln bringen. Ja gut, das ist gar kein Problem. Es gibt mir so wie auf der linken Seite liegt, unter das Traumgebilde. Also, was ist das? Ja, aber sicher denn hier? Wir finden gerade den Rösti. Aber jetzt kann gucken, ob der andere kommt. So tut es jetzt auch noch heiko. Dann hast du ihn noch am Schnurren. Los, geh dran hin! Wir passen schon! Achtung! Ja! Ja! Super, ist in der Lage. Frieda, meine geliebte Braut. Erhebe dich von deinem Bette. Frieda, meine geliebte Braut. Erhebe dich von deinem Bette. Gut, der kommt. Der kommt. Kann mir das entschuldigen, dass es so lang gegangen ist. Ich habe noch schnell mit dem Nachbarn ein bisschen Schwatz. Doch, danke. Ah, ist ja die gnädige Frau. Ihr seid doch Frau Schraner, oder? Ja, genau. Das wäre meine Frau, Frieda Schraner. Freut mich sehr, Frau Schraner. Mein Name ist Zauber Weiss, Inhaber von der Waschmittelfabrik Zauber Weiss und Company. Ich möchte euch herzlich gratulieren zum ersten Preis in unserem Wettbewerb, der mit 10'000 Franken dotiert ist. Aber Herr Schraner, ja. Ich möchte ja nicht indiskret sein, aber sagt es. Stimmt mit eurer Frau irgendetwas nicht? Also bitte, könnt ihr denken. Sie hat halt manchmal so viel Allüre, die Geld. Immer wenn Vollmond ist. Merkwürdig ist das. Sehr merkwürdig. Am Telefon war sie immer noch ganz gesprächig. Ja, du wisst ihr, Herr Zauberweis, das kommt manchmal von einem Moment auf den anderen. Ganz plötzlich. Ja, die sagen. Ja, aber hätte ihr denn noch nie eine psychiatrische Behandlung gesehen? Ja, Psychiater, Herr Zauberweis. Die spinnen doch alles selber gruselig. Ja, aber wenn ich darf fragen, ist denn sie in diesem Zustand geistig normal? Versteht sie mich? Natürlich, astrein. Glaubt mir's nur, in diesem Zustand hat meine Frau
Es sind mehr. Ja, da hat es was bringt euer Freund? Ich müsste nicht hören, er hat nichts für Sie. Wie geht's? Ich muss schon sagen, es wird mir langsam unheimlich, Jena. Das ist mir also auch schon vorgekommen, aber als ich das nicht habe, dann wird es gewonnen. Oh je, ich sollte doch schon längstens an der nächsten Sitzung sein. Könnt ihr mir jetzt eventuell da noch schnell quittieren? Ihr, wenn ihr wollt, so gut sein. Ja, ihr unterschreibt nicht. Ja gut, dann nehme ich das Geld halt wieder mit. Also, nein, halt. Zauberweise, meine Frau ist ein heikel, was Geldsachen anbetrifft. Wahrscheinlich wird sie zuerst die Nötchen gesehen. Aha, so ist das. Wie kann man nur so misstrauisch sein? Ja, Geld. Frauen. Da. Bitte schön. 1000. 2000. 3000. 4000. 5000. 6000. 7000. 8000. 9000. 10.000 Franken. So, jetzt probieren wir es nochmal. Hier, unterschreiben bitte. Ja, aber ihr habt doch nur zwei Kreuzchen gemacht. Ja, wisst ihr, sie hat lange im Sekretariat gearbeitet. Das ist nur noch Stenografie. Yes, das ist gut. Ich muss hier gehen. Adieu, Herr Meier. Adieu, Herr Schraner. Adieu, Herr Zauberreis. Adieu, Frau Schraner. Adieu. Yes, das ist gut. Die ist ja noch fast schöner als der Trag. Adieu, Herr Zauberreis. Adieu. Oder nie Geld verdienen. Es wird ein Glücksfall, der gibt es nur mehr im Leben. Und heute wir gegen eine Bärendüre, das muss gefeiert werden. Natürlich, jetzt kommt der Tischburg unter auf den Tisch. Oder zu Rehschnitzel nach Jägerart. Würde jetzt noch haben wollen. So, Abmarsch. Hat er aufgemacht? Ja, wenn man mit 10.000 Franken in Ausgang geht, muss man ein bisschen Fallen machen, oder? Oh, Frieda, wo ist die da? Was ist da? Die stillt er wohl da nicht. Der Zaster muss noch laden. Ach, ihr vergesst nicht, und ich schon noch mal. Hund, oder was? Das Geld ist fort! Ja, aber das hat sich ja wohl nicht gerade in Luft aufgelöst, oder? Das ist alles fort! Ich finde es nie! Wo war denn das Zeug? Jetzt muss ich mal die Zimmerlinde ein bisschen näher untersuchen. Das Frühling! Die Egenass! Trafi! Bist du nicht,
Aber rechnen, wenn ich den erst, wenn ich den Artillerie, die Haltung auch noch unter Kontrolle habe.
Aber mach kein Kalusch, dann hat es Haube und mach mal was Wunsch. Yeah!